Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier bei einer neuen Folge LS22 auf der Holzler. Ja, es spärlich wird's geschaut, aber ja, ich habe auch lange nichts LS-mäßiges gemacht. Ne? Das liegt schon an mir. Ja, Server haben wir noch eingestellt. Der geht jetzt nicht mehr in die Pause-Menü rein. So, dass wir halt hier wirklich dann auch die Variante haben, dass es sich weiterentwickelt. Wir sind schon in der ersten Woche im Mai. War gestern, glaube ich, einer drauf, oder? Ich mal. Beides. Kriegen wir es hier mit? Ja, damit schalten wir es nur ein. Ja, okay, da. Ein bisschen schon wieder nachgewachsen, habe ich das Gefühl. Ja, ist auch eine Woche weiter, ne? Aber wir können zumindest schon mal mähen, dann haben wir so ein bisschen was da, ne? Das war so der Hintergedanke, den wir da haben, oder den ich habe. Manchmal haben wir da ja Hintergedanken, habe ich mal gehört. Mäht aber auch ganz gut mit dem Seitenmähwerk und dem Frontmähwerk, finde ich. Halt legt nur kein Schwart ab, ne? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt genau mähen, aber so. Habe ich das oben gehabt? Ich bin ein Depp. So, wieder hoch machen, ja. Fangen wir halt hier an mit mähen. So wie zum Hintergedanken, ne? Vielleicht hatte ich einen und deswegen das nicht gemacht und weiß es nicht. Hier habe ich noch gemäht, ja. Da drüben fehlt der Schnitt. Ich bin auch überlegen, ob ich wirklich das andere Lenkrad hole. Ne? Ich war zwar begeistert, aber es sind 500 Euro. Und kommt ja hiermit klar. Ach, geh mal noch in mich. Mal gucken, wie ich mich entscheiden werde. In der Regel war es immer so, wenn ich mich für was entschieden habe, wird es danach auch irgendwann kommen. Jetzt haben wir das zumindest schon mal. Wenn das schön mit dem Ladewagen, also erstmal schwadern und dann mit dem Ladewagen wegfahren, ne? Und dann gucken wir mal, was wir damit machen können. Vielleicht können wir dann schon die ersten Kühe holen, zwei Stück oder so. Viel haben wir ja nicht an Futter, aber. Oder einen Bullen, zwei Kühe oder irgendwie sowas. Irgendwas ganz kleine Anzahl, irgendwas.
Aber wenn die Hand hier davor macht, dann kommt er irgendwie nicht mit klar mit vom Gesicht. Aber es ist schon wirklich eine Qual gewesen, mit Cappy zu fahren, wegen dem. Ja, wegen den drei Leuchtpunkten. Reflexion. So. Dann machen wir die Ecke noch. So. Ja, sehr schön. Gehen wir aber auch erstmal hier hin, wo wir den Dings hingestellt haben, weil. Aber hier hinten wird er auch entstehen, ne? Kann gerade auf dem Feld rum, das macht natürlich keinen Sinn. So. Mal vorne runterlassen und vorne ab. Na komm. Die Frage. Ich glaube, das ist. Den können wir direkt losmachen, so. Ja. Okay. Suchen wir uns mal den Bader. Könnte er sein, ne? Das ist jetzt Zetter. War kein Schwader. Haben wir hier oben drin stehen? Das könnte ein Schwader sein. Ja. Das würde auch sein. Wenn ich so viel am Schimpfen bin hier über das Verwinkelte, ich mag das total. Seid ihr lieber auf eckigen Höfen, wo ihr viel Platz habt, oder? Muss kurz gucken, ob ich das nochmal wieder einstellen kann hier bei den. Vorne können wir es ja etwas leichter lassen, so. Okay, was funktioniert. Hier nicht etwas kleiner und dann hinten, ja, okay. Kommen wir da jetzt rein? Ich glaube noch nicht. Die Frage, ja, bei großen Wiesen kann man auch direkt am
mähen und aufsammeln. Aber hier, wir haben jetzt sehr kleine, ne? Ich glaube, da war das schon richtig, wie wir es jetzt gemacht haben. Ja, den Mäher dahin zu stellen war jetzt nicht so die tollste Idee. Aber es klappt so. So. Auf über die Obstwiese und durch den Garten. Die Frau wird sich freuen. Die Treckerreifen im Rasen sind so. Und einmal aufbauen. Das ist die Frage, wo wirft er hin? Ich glaube, ich fahre eher so rum. Ich glaube, er wirft nach da. Schon ganz gut. Wer hat denn hier ein Schwert abgelegt? War das der? Muss dann der Bondmäher gewesen sein. Mal ganz kurz hier so ein schönes Bild machen. Okay. Kann ich kein Bild von außen machen, nur weil ich im Trecker sitze? Gehen wir halt raus aus dem Trecker. So. Geht weiter. Aber auch noch nicht, dass die Maus, die rechte Maustaste, eine Hupe ist. Okay. Dass man damit hupen kann. Weil die rechte Maustaste ist weiterhin eine rechte Maustaste, aber der ist gehupt, aber naja. Ja, dann holen wir uns das mal ein bisschen in die Mitte hier alles. Ach ja. Klappen, oder? Ja. Immer schön einen Seeblick. Mal sehen. Wenn ich den Reifen nachher, sagen mit dem Reifen dann da auf dem Schwad fahren, das müsste funktionieren. Da oben noch was? Ich weiß es nicht. Ich denke ja, dass wir das noch eben rausholen hier. Wenn wir so drauf fahren, dann müsste ja klappen.
funktioniert. Ich weiß gar nicht, was war das hier? War jetzt gar nicht geguckt, ne? Da sehen wir erst nachher beim Laden oder wir steigen jetzt gleich mal aus und sehen mal, was für ein Feld das war. War, glaube ich, kein Klee. Irgendeine Wiese sein, irgendwas. Gucken, ob das schon ausreicht oder ob wir das erst hätten noch bearbeiten müssen. Also mit dem Setter. Das werden wir dann sehen. Wir müssen ja irgendwann mal anfangen. Ne? Noch würden wir keine Tiere gefährden. Weil wir keine haben, ne? Das ist eine einfache Lösung. Ganz hinten kann ich nicht gucken. Ich nehme mal einstellen sonst aber. Na, dauert ein bisschen mit dem Schwader, ne? Aber viel größer? Ja, doch, größer sollte schon werden. Wir haben noch ein bisschen Geld. Wenn wir wirklich viel Gras machen. Minimi hatte ja das Bandlaufwerk genommen. Eine coole Sache, so ein Bandlaufwerk, aber... Ich weiß noch kürzer. Können wir später immer noch einsammeln hier.
Das ist ja die Frage. Wir haben jetzt das Pöttinger schon geholt. Wenn wir jetzt einen größeren Trecker holen, könnte man auch den Butterfly holen. Dann der kann ja alles mähen und dann auch in Schwarz ablegen. Ne? Dann bräuchte man nur noch den Schwarz, falls so nochmal trocknen irgendwas. Die Frage ist, ob der Hof was für eine größere Maschine ist, aber wahrscheinlich reicht Mittel aus, ne? Dass wir den hier vielleicht so wie er ist verkaufen. Aber auch lassen. Also zumindest Mähwerk und Dings verkaufen. Mähwerk und Seidenmähwerk verkaufen. Und natürlich hier den Bader verkaufen. Ich mich frage, wo der andere Schuppen ist, wo die anderen Fahrzeuge, da war ja noch Fahrzeuge, ne? Wir müssen jetzt erstmal hier zu Ende machen, wo die Sonne alles trocknet, ne? Dann lohnt sich der der Ladewagen auf jeden Fall. Haben wir ja. Ich glaube, ein Pöttinger, der ist schon mal okay. Schön groß. Ah, da brauchen wir ja auch den für, ne? Hier. Dann auch ziehen kann. Ja, vielleicht nehmen wir einfach nur einen größeren Schwader. Gemäht haben wir da ja ganz gut, ne? Oder gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Nach Big M wäre hier auch noch nichts. Weil wir viel Fläche haben, aber wir haben ja noch nicht ein Tier, was Geld verdient. Ne? Muss ja immer dagegen halten. Ne? Jetzt haben wir Maschinen, die haben wir schon, ne? Sozusagen mit Hof geerbt. So, jetzt muss man natürlich bei jeder Anschaffung gucken und gegenrechnen, was verdienen wir denn in Zukunft. Im Augenblick weiß ich nicht, ob die Obstbäume was abwerfen. Und selbst wenn, dann sind es 5 Liter Apfelsaft. Ja, was kann das schon wert sein? Wir haben jetzt 5 Weiden geholt und wollen natürlich Tiere versorgen. Da müssen wir natürlich erstmal gucken, dass wir Tiere versorgen und Tiere nachziehen, ne? Damit wir auch immer neue Tiere haben, ne? Dass wir irgendwann auch mal die Stelle voll haben. Kann man jetzt nicht einfach sagen, okay, der Kontostand gibt her, wir holen hier einen neuen Trecker Big M, wobei Big M würde, glaube ich, noch nicht mal finanziell gehen. Ja, wir können auf jeden Fall Holz machen. Wir haben da Maschinen, das haben wir schon gesehen, ne? Nur noch eine Motorsäge holen und dann könnten wir eigentlich sogar Holz machen. Wenn das hier mit dem Gras durch ist sozusagen.
Wieder 25 Minuten, ne? Die Zeit vergeht, sage ich euch. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Dahin. Tschüss.